ist mein Job, ist mein Beruf, mache ich. Ich bin total gern. Ich habe noch nicht einen Tag bereut, dass ich das gemacht habe. Ich bin Moni Groß und ich arbeite als Kundenbetreuerin seit 2015 bei der Westfalenbahn. Wenn ich ganz ehrlich bin, mein Chef, ich hatte vorher Teilzeit gearbeitet, wollte gern Vollzeit arbeiten und ich habe immer mit Menschen zusammengearbeitet und das war das, was für mich nochmal eine Herausforderung war. War Mitte 45, ist nicht mehr so leicht. Aber hat geklappt, ich bin ja da. Also es war eine Herausforderung, ne? Die Schulbahnknopper zu drücken, also wir haben 34a zu machen, das ist schon nochmal so, wo man sagt, oh, da können wir es nochmal zeigen, ob wir es noch können. Und war auch alles kurz und knapp und so, aber es ist alles zu schaffen. Ist zu schaffen. Man muss halt lernen ein bisschen, aber es klappt. Am meisten gefällt mir das, was ich weiß, morgens, ich weiß noch nicht, was passiert. Das ist einfach spannend. Du weißt nicht, wenn du auf den Zug gehst, was ist heute? Wie läuft es heute? Wer begegnet dir heute? Hast du tolle Dinge? Hast du nicht so schöne Dinge? Spannendes, Lustiges, Weinendes? Schön die Abschiedsszenen am Bahnsteig mit den Liebenden. Naja, der Endbahnhof, ne? Da wo dann, ne? Der Endbahnhof. Also ich komme ja aus dem Handel. Und wenn ich das sehe mit dem Handel und jetzt muss ich sagen, ist es hier, ist mein Job, ist mein Beruf, mache ich. Ich bin total gern. Ich habe noch nicht einen Tag bereut, dass ich das gemacht habe. Klar hatte ich auch Ängste. Ne? Wie läuft das? Kann ich das? Schaffe ich das mit der Schichtarbeit? Aber das ist, wenn man das macht und da richtig Bock drauf hat, dann vergisst man auch alles. Dann macht man das einfach. Ich würde es jederzeit wieder machen. Ich würde es jederzeit wieder machen. Ich würde es auch Freunden empfehlen, wo ich meine, also wo ich auch meine, okay, die wäre gut hier, die würde ich machen, das würde ich auf jeden Fall machen. Ich kann mich nicht mehr beschweren. Komm mit mir mit. Komm einfach mit mir mit. Das ist das Einfachste, weil manche können sich gar nicht vorstellen. Die denken immer nur, ja, wir jagen hier Leute, die keinen Fahrschein haben. Aber das ist es gar nicht. Ticketkontrolle machen wir, ne? Und wir helfen mit anderen. Wir hören uns auch mal so kleine Wehwehchen an von älteren Leuten, die dann auch zu Hause keinen haben, die dann auch mal gerne reden mit einem. So zwei, drei Worte wechseln. Das ist halt, man muss schon so ein bisschen, ich sag mal, auch so einen kleinen Helfersyndrom haben. Ja? Und das, auch das Sehen. Einfach sehen und nicht nur fragen. Einfach machen. Das sage ich immer, machen.